So, hallo. Heute bin ich mal in der Schillerstadt Marbach. Ich stehe hier vor Schillers Geburtshaus. Und hier auf der Schillerhöhe gibt es ja dieses wunderbare, schöne Schiller-Denkmal. Hier wurde schon vor Hunderten von Jahren immer am 10. November seines Geburtstages gedacht. Man hat hier gerne Blumen niedergelegt und seine Werke zitiert. Ja, der gut aussehende Schiller, der wurde natürlich schon früher gut vermarktet. Für was musste der nicht alles herhalten? Und so ist uns vom Schiller einiges auch an kulinarischem erhalte geblieben. Das ist ja besonders schön. Was haben wir denn hier in unserem Wengert-Feschbar? Na, wer sagt's denn? Eine Schillerlocke! Das ist Fisch. Schmeckt aber sehr lecker. Auch zum guten Schillerwein. Schillerwein? Ja, es gibt auch Schillerwein. Friedrich von Schiller hat 1759 bis 1805 gelebt. Und 1803 hat er gedichtet: Trink ihn aus, den Trank der Labe, und vergiss den großen Schmerz. Wundervoll ist Bacchus Gabe, Balsam fürs zerrissene Herz. Ein leckerer Wein, das ist tatsächlich ein Schillerwein, hat aber mit dem Dichter Schiller nichts zu tun. Aber der Schiller, der schillert einfach so schön im Glas. Der Schillerwein ist eine Württemberger Spezialität. Und es ist tatsächlich so, dass der Schillerwein meistens heller ist, mehr so rosé. Der Schillerwein stammt aus verschiedenen Weinsorten, die am gleichen Tag geerntet werden und zusammen verarbeitet werden müssen. Der hier, der hat weniger Weißweintraubenanteil und hat ein bisschen länger auf der Maische gesessen. Deshalb haben sich da die Farbstoffe so gut gelöst und der sieht eigentlich nach Rotwein aus. Aber ich garantiere es euch, das ist ein Schiller aus diesem Weinberg. Dieser Weinberg hier ist nämlich tatsächlich noch mit einem gemischten Satz bestockt und es gibt vom Riesling bis zum Lemberger ganz verschiedene Sorten. Und Schillerlocken, die gibt es noch in anderen Variationen. Quatsch, das ist doch keine Schillerlocke, das ist doch ein Windbeutel. Und der Schiller war alles andere als ein Windbeutel. Jetzt kommen wir der Sache näher. Das sind echte Schillerlocken aus Marbach am Neckar. So sehen die im Idealfall aus. Aus Blätterteig und dann mit Sahne gefüllt. Ja, und jetzt habe ich leider keine Zeit mehr für euch. Ich hoffe aber, dass es euch inspiriert hat zu einem schönen Ausflug, entweder nach Marbach an der Neckar oder auch nach Basigheim. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns später im Jahr, wenn es wieder möglich ist, mal besucht zu unserer Panoramawanderung. Da kommen wir in diesen Weinberg. Bleibt gesund und macht's gut. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.